false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Proverbs 19:5. Hallo, hier ist wieder der Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Das Video, das ich jetzt gleich zeigen werde, ist ein vorher aufgenommenes Video, das ich heute Morgen, während ich in meiner Werkstatt gewartet hatte, als mein Auto repariert wurde, gemacht habe. Ich habe da im Aufenthaltsraum gesessen, Kaffee getrunken, Apfel gegessen und nebenbei ein paar Seiten aus dem Buch gelesen, Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobialka. Und zwar das dritte Kapitel, das getitelt ist, Die ideale ökumenische Gemeinde. Und da habe ich ungefähr 12 Seiten oder so gelesen, bis zum Untertitel Der Ursprung des ökumenischen Idealismus, und das findet dann in der nächsten Lesung wahrscheinlich hier Kapitel 3 oder doch die nächsten weiteren, ja, Kapitel 3 findet dann in der nächsten Lesung ganz seinen Abschluss. Aber jetzt könnt ihr euch erstmal anhören und anschauen, was ich da in der Werkstatt aufgenommen hatte. So hat man zumindest die Zeit, oder habe ich zumindest die Zeit, sinnvoll verbracht, während an meinem Auto geschlüsselt und gewerkelt wurde. Ne? Also, ich wünsche euch viel Spaß damit und genießt dann von dem Video, von der Lesung Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobialka. So, dann fangen wir mal an zu lesen, wie die Einleitung ja bereits gesagt hat. Kapitel 3, die ideale ökumenische Gemeinde. Was ist los mit der Ökumene? Einige Zeit nach unserer Rückkehr aus Afrika veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ACK, eine Abkürzung, die wir noch oft treffen werden in diesem Buch, also merkt euch das, in Baden-Württemberg eine Tagung mit dem Thema Was ist los mit der Ökumene? Wo drückt uns der Schuh? Eingeladen waren alle Kirchen und Gemeinschaften, die nicht zur Ökumene gehörten. Die ACK als Schwesterorganisation des Ökumenischen Rates in Genf forderte die außenstehenden Kirchen zu einer Stellungnahme auf. Vertreter dieser Kirchen wurden zusammen mit Theologen der ACK zu dieser Tagung auf dem Michaelsberg in einem Kloster in der Nähe von Ludwigsburg eingeladen. Der Verfasser, also Professor Kobialka, war als Delegierter der Adventgemeinde, also der Siebentagsadventisten, dabei zugegen. Nun, eine Begriffserklärung. Was ist eine Sekte? Ja, das ist ja ein Wort, das immer gerne gebraucht wird, um Leute zu stigmatisieren, ne? In eine Ecke zu drücken. Also sollten wir uns erstmal anschauen, wie das Wort Sekte überhaupt abgeleitet ist, wo es herkommt, was ist der etymologische Hintergrund des Wortes Sekte, was bedeutet das eigentlich? Der Gegensatz zwischen Kirche und Sekte wurde als erstes diskutiert auf dieser Sitzung. Bei der Definition des Begriffes Sekte teilte ich der Versammlung meine Stellungnahme darüber mit. Etymologisch kann das Wort Sekte von zwei lateinischen Wörtern abgeleitet worden sein. Einmal kann hier das lateinische Verb secare, schneiden, zugrunde liegen. Ein Sektor ist demnach ein Ausschnitt aus einem größeren oder ganzen Gebilde. Die Stadt Berlin zum Beispiel war in Sektoren eingeteilt. Jede kleinere Gruppierung als Sektor einer großen Gruppe ist daher immer eine Sekte, ohne irgendwelchen Beigeschmack. Ja? Soziologisch ist demnach eine kleinere christliche Kirche oder Gemeinschaft gegenüber der großen allgemeinen Kirche immer eine Sekte. Jede Minorität muss es sich gefallen lassen, von der Majorität als Sekte bezeichnet zu werden. Wenn das Wort Sekte aber vom lateinischen sequi nachfolgend stammt, dann ist jede Gruppierung ungeachtet ihrer Größe eine Sekte, die zuerst einem Menschen nachfolgt und dann erst Christus. Das wird deutlich bei Papst Pius XII., den ich bei einer Generalaudienz in Rom erlebte.
Zitat, in einem gefährlichen Irrtum befinden sich also jene, die meinen, sie könnten Christus als Haupt der Kirche verehren, ohne seinem Stellvertreter auf Erden, nämlich dem Papst, die Treue zu wahren. Ende Zitat. Bereits nach seiner Himmelfahrt war die Kirche nicht nur auf ihm, Christus selber, sondern auch auf Petrus als dem sichtlichen, sichtbaren Grundstein erbaut. Christus ist also das unsichtbare Haupt, aber der Papst ist das sichtbare Haupt. Ohne ihn kann niemand zu Christus kommen. Tja, das lesen wir aus einem Schreiben von Löwenich, der moderne Katholizismus aus Witten von 1956 auf Seite 172. Professor von Löwenich bemerkt dazu, Christus und sein Stellvertreter auf Erden machen also nur ein einziges Haupt aus. Daraus folgt aber, dass die Zugehörigkeit zu Christus an die zu seinem Stellvertreter geknüpft ist. Christus lebt derart in der Kirche, dass sie selbst gleichsam ein zweiter Christus, also ein alterer Christi persona wird. Er verschmäht es aber, in dem von Leibe völlig getrennten Gliedern durch die heilmachende Gnade zu wohnen. Hier wird man unwillkürlich an das Wort Jesu erinnert. So, als dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben, wie wir in Matthäus 24, Vers 23 lesen können. Gewiss kann niemand mir diesen Hinweis verargen, denn ist Christus wirklich da zugegen gewesen, wo man im Namen Christi andere Christen gefoltert und in zahllosen Inquisitionsgerichten des Papsttums zu Millionen gemordet hat? Christus hatte dies vorausgesagt, aus Johannes Kapitel 6, Vers 16, Vers 2, Zitat, sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Ende Zitat. Und ich möchte auch noch mal eben eingehen auf die Erwähnung hier im oberen Teil, das ich gerade vorgelesen hatte, nach dem Motto, Christus ist das unsichtbare Haupt, der Papst das sichtbare Haupt, weil Christus selber, ja, baut auf Petrus als sichtbaren Grundstein auf. Ja, das ist natürlich eine Lüge. Der erste Papst war nicht der Apostel Petrus. Und wenn überhaupt war der erste Papst Simon Magus, wie man ihn im Englischen nennt. Ja, der, naja, da kommen wir vielleicht ein anderes Mal zu. Aber dass Petrus nicht der erste Papst war, da habe ich viele verschiedene Videos drüber gemacht mit Beweisen damit bei, dass die Kirche sich da auf einer Lüge aufbaut. Genauso wie auf der Schenkung von Konstantin und auf den falschen Enzyklien von Isidorus. Ne? Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Macht diese Aussage unter anderem aus der Enzyklika Mystici Corporis von Pius XII. Aus dem Jahre 1943, also dass Christus das unsichtbare Haupt ist, der Papst das sichtbare Haupt, nicht tatsächlich die katholische Kirche zur größten Sekte? Zuerst folgt man einem Menschen, nämlich dem Papst, und dann erst Christus. Oder in anderen Worten, nur durch den sichtbaren Stellvertreter, den Papst, kann man zu Christus kommen. Das ist unter anderem genommen aus Neuner Durpius, The Christian Faith, also der christliche Glaube, aus Bangalore, 1991, Seite 252. Steht da auch, Verlautbarung des apostolischen Stuhles, 110 päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen, Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen über den Ökumenismus am 25. März 1993 in einer Fußnote damit bei. Also man kann erst durch den sichtbaren Stellvertreter, den Papst, zu Christus kommen. Genauso wie die Kirche lehrt, man kann erst durch Maria zu Christus kommen. Das ist aber entgegen der Lehre der Bibel, die sagt, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hat niemals gesagt, dass es einen anderen Weg gibt, außer durch ihn. Und zu ihm zählt nur die direkte Beziehung, denn wir sind alles seine Brüder im Glauben. Nun, demgegenüber ist aber jede andere christliche Gruppierung, ungeachtet ihrer Größe, eine Kirche und keine Sekte, wenn sie zuerst Christus nachfolgt und dann erst menschlichen Autoritäten Gehorsam leistet. Der Absolutheitsanspruch des Papsttums als Primat Petri verursachte die Spaltungen des Mittelalters. Drohend erhob sich mit jenen Spaltungen die Frage, ist unsere Kirche heute noch wirklich katholisch, weltumspannend? Ist sie nicht auch zu einer Sekte gleich den anderen geworden? Fragt der katholische Professor Adam von der Universität Tübingen. Neben mir saß der Leiter der Tagung, ein katholischer Theologe.
Als Einladung zu meinem Vortrag hatte er erzählt, wie er als Student in einer württembergischen Stadt oft an der Adventkapelle vorüberging und sich gefragt hatte, was das wohl für Leute seien, die in diese Kapelle gehen. Nun freute er sich richtig mehr darüber zu erfahren. Als ich die Enzyklika, also das Rundschreiben des Papstes Pius XII. Zitierte, unterbrach er mich einen Augenblick und sagte, ja, es stimmt, was Sie sagen. Ich kenne die Enzyklika Mystici Corporis recht gut. Die anderen anwesenden Pfarrer und Theologen, Vertreter und Gegner der Ökumene, Katholiken, Evangelische, Methodisten, Baptisten, Unierte und Freikirchliche, hörten dieser Definition zu, ohne sich gegenteilig dazu zu äußern. Nun, der nächste Teil in diesem Buch, eine ökumenische Gemeinde in aller Welt, handelt hauptsächlich davon, wie toll doch die Sieben-Tags-Adventisten sind, wie groß sie sind mit Radiosendungen, Krankenhäusern, Verlagshäusern, Schulen, Universitäten und so weiter weltweit. Das interessiert mich nicht und das interessiert euch auch nicht, weil wir sind keine Sieben-Tags-Adventisten und wollen deren Reklame hier nicht lesen. Also werde ich nur den letzten Absatz von diesem kleinen Unterkapitel eine ökumenische Gemeinde in aller Welt vorlesen und der geht wie folgt. In 10 Jahren von 1979 bis 1989 wuchs die Mitgliederzahl der Adventsmission jährlich um 6,455%, die Bevölkerung der Welt jedoch nur um 1,935% jährlich, das heißt nur ein Drittel des Wachstums der Adventgemeinde. Wenn diese Zunahme so anhält, dann sind in 100 Jahren von den 10,4 Milliarden Einwohnern der Welt 5,2 Milliarden Adventisten. Das heißt, jeder Zweite auf der Welt ist Adventist. Ich denke, das ist ziemliches Wunschdenken von dem Herrn Kobialka zu dem Augenblick in den 90er Jahren, wo er das Buch hier geschrieben hat. Also erstens dauert das keine 100 Jahre, bis wir 10,4 Milliarden Einwohner auf der Welt haben, so wie es im Augenblick geht, weil in 2017, wo wir im Moment sind, haben wir schon über 7 Milliarden, also so lange wird das nicht mehr dauern, bis die 10 Milliarden da sind. Auf jeden Fall keine weiteren 80 Jahre oder 70 Jahre noch. Das ist utopisch, das anzunehmen. Und außerdem wird es auch so viele Zunahmen in der Adventistengemeinde nicht mehr geben, weil die Leute mehr und mehr vom Wort Gottes wegkommen. Ja, er geht immer von denselben Umständen aus. Und dann kommt dann noch zu, dass eben auch die Adventisten, und deswegen lesen wir das Buch hier überhaupt, sich der ökumenischen Bewegung angeschlossen haben und wieder zurück zu Rom kehren. Und von daher spielt es im Grunde keine Rolle, ob ich Adventist bin oder öffentlich bekennender Katholik. Das Dogma, dem ich folge, in beiden Fällen, ist dasselbe. Ja? Und deswegen diese Warnung in diesem Buch. Aber gut, im nächsten Unterteil dieses Kapitels fährt der Autor fort. Eine ideale ökumenische Gemeinde. Die Adventgemeinde ist nicht Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen und wird es auch nicht werden. Ja? So schreibt er in einem Buch, mehr als Brot genannt, von 1975. Die Adventgemeinde ist nicht Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen und wird es auch nicht werden, also der ÖRK. Ja, das werden wir ja noch sehen, ne? In ihrer Lehre ist sie dennoch die ideale ökumenische Gemeinde, in der sich alle Kirchen und Gemeinschaften lehrmäßig zu Hause fühlen können. Die dreifache Engelsbotschaft von Offenbarung 14, Verse 6 bis 16, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Es ist das ewige Evangelium, die Botschaft von der Gerechtigkeit durch Christus. Durch diese Botschaft wird aus allen Völkern, Sprachen, Nationen und Religionen die Endgemeinde versammelt werden. Diese Gemeinde ist gekennzeichnet durch das Halten der Gebote Gottes und den Glauben an Jesus, in Vers 12. In ihrem Selbstverständnis sieht sich die Kirche der Adventisten als Erfüllung dieses Wortes. Sie hält sich damit für die wahre Ökumene, die den biblischen Glauben aller christlichen Kirchen zusammenfasst. Prüfen wir diesen Anspruch, dann fällt uns auf, dass tatsächlich Gemeinsamkeiten mit fast allen Konfessionen vorhanden sind. Ja, das will ich gar nicht mal abstreiten. Da muss man halt nur sagen, dann muss man eben Zugeständnisse machen oder Kompromisse machen, wenn man mit allen anderen Konfessionen Gemeinsamkeiten hat. Das ist ja das Problem. Die römisch-katholische Kirche meint ja auch mit allen anderen Denominationen, wie sie genannt werden, mit allen anderen Kirchen Gemeinsamkeiten zu haben. Deswegen hat sie ja überhaupt den Ökumenismus geschaffen. Ja? Da geht es ja darum, dass man immer nur darüber spricht, was man gemeinsam hat.
So, kleine Unterbrechung. Da machen wir jetzt nochmal eben weiter. Also, es geht darum, dass wenn man Gemeinsamkeiten mit fast allen Konfessionen hat, dann kann das im Grunde nur, wenn man Kompromisse macht. Ob der jetzt der Autor hier darauf eingeht oder nicht eingeht, das ist nun mal der Punkt. Ja? Er schreibt hier weiter, Adventisten sind katholisch. Das griechische Wort Katholikos heißt auf Deutsch das Ganze oder alle betreffend, allgemeingültig. Gemeint ist der eine Glaube für alle. Na also, wenn Adventisten katholisch sind, und wir wissen ja, dass das Wort katholisch im Grunde auch, so wird es im Englischen übersetzt, auch universal, also universal, heißt die Universale, eben die eine allgemeine, ganze betreffende Kirche, ja, ist ja richtig übersetzt soweit, aber universal, das Wort kann man auch gebrauchen. Wenn man also davon ausgeht, dass Adventisten katholisch sind, ich habe da mal in das Buch reingeschaut von Lorraine Bettner von 1962, Roman Catholicism, ein ganz, ganz tolles Buch, das jeder Katholik gelesen haben sollte, um seine Religion auch wirklich richtig zu verstehen. Aber in dem Buch sagt Lorraine Bettner auch etwas, wo ich absolut nicht mit einverstanden bin, dass eben die Kirche Jesu katholisch ist. Nein, das ist sie nicht. Die Kirche Jesu ist nicht katholisch, die Kirche Jesu ist nicht universal, weil die meisten Leute folgen dem falschen Pfad. Es ist nur ein schmaler Pfad, der zu Jesus und zur Erlösung führt. Nicht der breite Pfad, den alle anderen gehen. Das ist verkehrt. Und Einheit gibt es nur in der Wahrheit. Und die ökumenische Bewegung und die katholische Kirche haben mit Wahrheit nichts zu tun. Also man muss immer ganz vorsichtig sein, wenn man solche Sachen liest, wie hier in diesem Buch zum Beispiel, Adventisten sind katholisch. Ja, das können die Adventisten ja gerne für sich behaupten. Dann bin ich desto weniger ein Adventist. Ja? Sie sind nicht römisch-katholisch oder griechisch-katholisch, sondern urkatholisch. Ja, da macht er also jetzt hier den Unterschied zwischen römisch-katholisch, ja, also der großen, der Frau, die das Tier reitet, römisch-katholischen Kirche oder griechisch-katholisch, die abtrünnige Kirche, die sich in 1054 davon abgeteilt hat und heute griechisch oder russisch orthodox genannt wird, sondern urkatholisch, denn sie glauben, was die ursprünglichen Nachfolger Jesu glaubten, die heiligen Apostel Maria und die ersten Christen des katholischen, auf Deutsch allgemeinen Glaubens. Na, da bin ich nicht mit einverstanden. Die Siebentags-Adventisten haben nicht den apostolischen Glauben, den die 12 Apostel hatten, die ausgingen aus Judäa und das Evangelium in der ganzen Welt verkündeten. Den haben sie nicht. Sie sind nicht sola scriptura. Sie haben verschiedene Falschauslegungen der Schrift, über die man am besten gar nicht erst groß diskutiert, weil Fehler aufzeigen, oh, das darf man ja nicht. Ja? Aber unter anderem ihre Lehre, dass die 1260 Jahre zwischen 538 und 1798 Platz stattgefunden haben, ist nicht korrekt, wie wir nachgewiesen haben bei Henry Grattan Guinness und auch Alexander Hislop. Das ist die Zeit zwischen 606 und 1866. Aber das ist noch gar nicht der große Irrtum. Einer der größten Irrtümer ist ihre totale Falschauslegung der 2300 Tage oder wie sie sagen Jahrtage Prophezeiung von Daniel mit Bezug auf 1844 und das daraus folgende, wie es im Englischen heißt, Investigative Judgment, also die Untersuchung, das Urteil, das Christus seitdem im Allerheiligsten im Himmel sozusagen verübt und die Menschen richtet. Totaler Quatsch. Unbiblisch und totaler Quatsch. Aber die Siebentags-Adventisten lehren das. Und wenn der Autor dann hier sagt, von die sind katholisch, ja gut, also ich würde mich und meinen Glauben niemals auf gar keine Art und Weise mit dem Wort katholisch in Verbindung bringen. Ja? Weder römisch-katholisch, noch griechisch-katholisch, noch urkatholisch, überhaupt nicht katholisch. Ich glaube an Jesus Christus, an den Schöpfer dieser Erde und meinen Erretter. Und das hat überhaupt nichts mit Katholizismus zu tun. Universal schon mal gar nicht. Weil wenn das ein universaler Glauben wäre, wenn da jeder dran glauben würde, dann wäre es ja wunderbar. Dann bräuchten wir auch gar nicht weiter zu evangelisieren. Ja, denkt doch mal darüber nach. Das kann doch gar nicht weltweit sein. Immer war es nur eine kleine Minderheit, die Jesus, die dem Gott der Bibel gefolgt hat. Immer. Und jetzt macht ihr das auf einmal katholisch? Nein. Hier leitet euch der Autor auf einen verkehrten Pfad, wenn ihr diesem folgt und dem glaubt. Ja? Also, er fährt weiter fort, ja, überhaupt schon, sie glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Naja, ich glaube auch an Gott, den Vater. Ich glaube auch an Gott, den Sohn. Und ich glaube an den Heiligen Geist. Nur der Heilige Geist ist nicht Gott. Ja, die Sieben-Tags-Adventisten vertreten auch oftmals die Dreieinigkeitslehre. Und da bin ich absolut nicht mit einverstanden. Ich habe da ein paar Videos auf meinem zweiten Kanal von Jesse Wessel hochgeladen. Unter anderem das letzte, das ich von ihm hochgeladen habe. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Wie hieß das wieder? Ist Jesus God Back to the Beginning? Ja, in Englisch. Und da stehe ich 100% hinter der Lehre von Jesse Wessel, biblisch basiert. Und der Heilige Geist ist keine dritte Person, deswegen auch keine Dreieinigkeit. Aber das ist wieder eine ganz andere Sache. Also die Sieben-Tags-Adventisten glauben an die Dreieinigkeit. Ich glaube da nicht dran. Ne? Die Dreieinigkeit ist nicht biblisch. Die Dreieinigkeit ist eine katholische Lehre. Und zwar eine römisch-katholische Lehre, weil sie kommt aus Babylon. Sie glauben, also die Adventisten, dass Jesus Christus vom Heiligen Geist empfangen und von der Jungfrau Maria geboren wurde. Das glaube ich auch. Dass er Mensch wurde, auf dieser Erde als Mensch lebte, für unsere Sünden den Opfertod am Kreuz von Golgatha starb, am dritten Tage auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Von dort wird er wiederkommen, wie man ihn gesehen hat, gen Himmel fahren. Absolut richtig. Er kommt zum jüngsten Gericht wieder in Kraft und Herrlichkeit und wird sein ewiges Reich aufrichten. Hier kann ich nur zustimmen. Sie glauben, dass die Heilige Schrift Gottes unfehlbares Wort ist. Absolut. Inspiriert durch den Heiligen Geist. Ja, inspiriert, der Heilige Geist inspirierte Menschen auf dieser Erde, die das Wort Gottes, die Heilige Schrift, überhaupt erst niedergeschrieben haben. Sie glauben an die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Sie glauben an die leibliche Auferstehung der Toten am jüngsten Tag und an das ewige Leben bei Gott. Adventisten sind auch durch und durch evangelisch, denn, also sie sind evangelisch und sie sind katholisch. Ja, das ist schon mal ein Widerspruch in sich. Ja. Also man muss echt aufpassen mit solchen Büchern. Ne? Denn Jesus Christus selbst ist das Wesen und Werk der Adventmission, die keine Lehre und Tat kennt, wo Christus nicht Mittelpunkt und Ziel ist. Sie glauben mit den Kirchen der Reformation an das Sola Fide, den Grundsatz, dass der Mensch vor Gott allein durch den Glauben gerechtfertigt wird, nicht durch das Halten der Gebote oder die guten Werke. Die guten Werke, die römisch-katholische Kirche hat dafür ja ihre sieben Sakramente. Das sind alles Werke, die eben zur Erlösung beitragen sollen. Das ist ja der Falschglaube in der römisch-katholischen Kirche. Und sie glauben mit den Kirchen der Reformation an das Sola Fide. Gut, du hast Sola Fide, Sola Gratia, kommt ja auch noch hin vor. Das einzige Sola, an dem ich beihalte, ist Sola Scriptura, ja, die Bibel und die Bibel alleine, weil in der Bibel stehen alle anderen Fides darin oder alle anderen Solas darin. Da muss ich mich gar nicht weiter drum kümmern, ich muss das gar nicht weiter aufteilen. Sola Scriptura, das ist das Credo, an das ich mich halte. Und was ihr tut, das muss jeder für sich selbst wissen natürlich. Nur wer daran glaubt, dass Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, empfängt von Gott direkt Vergebung der Sünden. Wer Gott vertraut, dass er uns so lieb hat, dass er seinen Sohn für uns gab, um uns für das ewige Leben zu retten, dem ist alle Schuld vergeben. Sie glauben auch, also die Adventisten, an das Sola Gratia, das heißt allein durch die Gnade Gottes wird ein Mensch für das ewige Leben gerettet. Menschliche Verdienste und Leistungen zählen nicht vor Gott. Er selbst bewirkt das Tun des Guten in uns, so dass sich niemand seiner Werke oder seiner guten Werke wegen rühmen kann. Denn durch den Glauben allein seid ihr errettet, das nicht durch euch selbst, und dass niemand sich brüste, steht es geschrieben. Sie glauben auch an den reformatorischen Grundsatz Sola Scriptura, allein die Schrift. Nur das inspirierte Wort Gottes ist die Grundlage aller Erkenntnis und Lehre. Nichts darf davon hinweggenommen oder zugetan werden, wie in Offenbarung 22, Vers 19 zu lesen ist. Nun, Sie glauben auch an den reformatorischen Grundsatz Sola Scriptura, allein die Schrift, sagt der Autor hier. Das gilt für die Sieben-Tags-Adventisten. Dann hole ich doch mal eben einen bekannten, auch für euch bekannten Sieben-Tags-Adventisten an. Walter Veit. Südafrikaner, deutsch sprechend unter anderem. Ja? Der Mann spricht also mindestens drei Sprachen fließend, nämlich Englisch, Afrikaans, was eine Art Niederländisch ist, und Deutsch. Von den drei Sprachen weiß ich, dass er sie fließend beherrscht. Und dieser Walter Veit bringt heutzutage Videos raus,
wo ständig Zitate auftauchen von anderen Bibeln als der König-James-Bibel. Dann könnt ihr sagen, da ist der Jörg wieder mit seiner König-James-Bibel, bla bla bla. Ich habe das oft genug erklärt, ich habe euch oft genug bewiesen, unter anderem in den Videos, der größte Betrug seit dem Garten von Eden, wo die Übersetzungsfehler liegen, ja, und damit auch die Missverständnisse herkommen. Und wer Englisch kann, der sollte sich abonnieren auf den Kanal Dave Flang. Der bringt im Augenblick täglich 1 bis 2 Videos raus, wo die Fälschung zwischen der König-James-Bibel auf der einen Seite und der NIV hauptsächlich, also der New International Version, die meistgelesene Bibel der Welt, aufgezeigt werden, ja, wo ganz Auslassungen gezeigt werden, wo ganz deutlich gezeigt wird, wie die anderen Bibeln halt andere Dinge lehren. So, das inspirierte Wort Gottes ist die Grundlage aller Erkenntnis und Lehre, da gebe ich absolut recht. Und Sola Scriptura will aber auch sagen, da muss man sich aber auch eben auch einig sein, welche Bibel man gebraucht. So, und Walter Veit zum Beispiel in seinen Vorträgen gebraucht andere Bibeln, obwohl er selber den Vortrag Krieg der Bibeln gemacht hat in Deutsch. Könnt ihr euch anschauen, in Englisch gibt es da 3 Teile. Battle of the Bibles ist der erste und dann Changing the World, Teil 1 und Teil 2. Das heißt, er hat in total über 4 Stunden Vorträge gebracht, um die Unzulänglichkeiten und Korruptionen in anderen als der König James Bibel aufzuzeigen. Daneben gibt es auch noch das Buch von, New Age Bible Versions, Gail Ripplinger. Ja, das Buch sollte man sich mal besorgen. Ich habe es zu Hause liegen und blätter da auch hier und da mal drin rum, wenn ich die Zeit habe. Werde das auch lesen. Es gibt so viele andere Brunnen, die ganz deutlich bezeugen, dass die König-James-Bibel von 1611, die autorisierte Version, die einzige unkorrumpierte Bibel ist heute. Und das ist auch ganz logisch, wenn man mal die Geschichte nachgeht, weil sie ist nämlich die älteste Bibel. Und alle anderen Bibeln, die danach kamen, wurden geschrieben unter jesuitischem Einfluss, unter dem Einfluss der Konterrevolution, der nur dazu da ist, um dafür zu sorgen, dass die Reformation zunichte gemacht wird. Und wenn er hier schreibt, sie, die 7-Tags-Adventisten, glauben auch an den reformatorischen Grundsatz Sola Scriptura, allein die Schrift, ja prima, da muss man aber nur mal sehen, an welche Schrift man denn bitteschön glaubt. Es muss eben die richtige Bibel und dieselbe Bibel für alle sein. Weil sonst glaubt man doch den Irrtum. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Und ich kenne viele 7-Tags-Adventisten, die gegen die König-James-Bibel am Predigen sind. Ja? Naja, das nur mal eben dazu gesagt. Also man muss sich wirklich Gedanken darüber machen, wenn man so ein Buch liest und muss wirklich im Grunde jeden Sinn auseinanderpflücken. Adventisten sind auch Methodisten. Ah ja. Warum gibt es dann bitte schon einen Unterschied zwischen Adventisten auf der einen Seite und Methodisten auf der anderen? Das sind solche Dinge, weißt du, da wird das in den Raum gestellt, man ist dann Adventisten und auch Methodisten. Ah ja, warum? Ja, denn sie glauben ebenso an die Notwendigkeit der Bekehrung und Wiedergeburt, die jeder erleben muss, der in das Reich Gottes kommen will. Ja, natürlich, das steht in der Bibel. Sola Scriptura. Also sind Adventisten Methodisten oder sind Adventisten Menschen, die an die Bibel glauben und das Wort der Bibel glauben? Immer wenn ich das, so wie er das hier schreibt, ja, bin ich ja total ökumenisch. Weil dann kann ich mich ja mit jeder anderen Sekte, wie er das hier erklärt hat, verbinden. Weil die glauben ja alle irgendwo dasselbe. Hier mit den Methodisten und das nächste Mal mit den Baptisten und so weiter und so weiter und so weiter. Kann ich ja alle zusammennehmen dann. Also Adventisten sind auch Methodisten. Wie gesagt, nehmt das bitte mit einem Körnchen Salz dabei. Überlegt mal, wenn ihr sowas lest, was er eigentlich sagen will. Denn sie glauben ebenso an die Notwendigkeit und Bekehrung, der Bekehrung und Wiedergeburt, wie jeder erleben muss, der in das Reich Gottes kommen will. An dem Satz ist ja nun nichts verkehrt dran, aber das steht halt in der Bibel. Hat nichts damit zu tun, dass ich methodistische Lehre oder adventistische Lehre folge. Sie sind mit ihnen davon überzeugt, dass die Heilsgewissheit durch diese Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist, jedem Gläubigen geschenkt wird. Sie wissen auch, dass das Halten der Gebote nur durch Christus geschieht, der dies in uns vollbringt. Ja. Also Christus kann in mir viele Dinge vollbringen, aber das Halten der Gebote, alle 10 Gebote, perfekt. Ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der das jemals wirklich geschafft hat. Nachdem er gerettet wurde, man kann es probieren, aber das Problem fängt ja schon mal an mit dem 4. Gebot, ne? Aber da will ich jetzt gar nicht mal zu weit drauf eingehen. In einem Gespräch fragte ein Methodist seinen adventistischen Nachbarn, du hältst doch den Sabbat, nicht wahr? Nein, antwortete er, das kann ich gar nicht.
Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Du kennst doch sicher das 7. Kapitel im Römerbrief. Ja, natürlich. Hier sagt uns Gottes Wort, dass kein Mensch das heilige und geistliche Gesetz Gottes halten kann. Meine Worte gerade eben. Auch Paulus war dazu nicht imstande. Oder kannst du vielleicht von dir aus die 10 Gebote genau befolgen? Nein, das kann kein Mensch. Siehst du? So kann auch ich nicht den Sabbat halten, der zu den 10 Geboten gehört. Hier sind Methodisten und Adventisten ganz eins. Nun, mir wurde von unserem Pastor gesagt, dass die Adventisten Gesetzesmenschen seien, die noch im Alten Testament leben und durch das Halten der Gebote und des Sabbats in das ewige Leben kommen wollen. Ihr geht doch am Sabbat zum Gottesdienst, nicht wahr? Nur wenn du weiterliest im 8. Kapitel des Römerbriefes, dann wird klar, dass Christus durch den Glauben in uns wohnt. Er hält das Gesetz in uns, also auch den Sabbat. Darum bin ich es nicht, der den Sabbat hält, sondern Christus hält den Sabbat in mir und durch mich. Wenn ich sagen würde, dass ich den Sabbat halte, dann würde das nicht der Wahrheit entsprechen. Naja, also ich bin so ganz nicht mit einverstanden mit dem, was der Herr Kobialka hier sagt. Ich muss schon probieren, die Gesetze zu halten und ich muss auch probieren, den Sabbat zu halten. Das heißt, am Samstag keine weltliche Arbeit zu verrichten. Arbeit für den Herrn, das ist in Ordnung, aber keine Arbeit für die Welt. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht mit allem in diesem Buch einverstanden. Also nach dem Motto, Christus hält den Sabbat in mir und dadurch halte ich ihn, das halte ich persönlich für nicht richtig. Da kommt dann hier die Frage von den Methodisten, ist das eine neue Theologie von euch? Die Antwort, durchaus nicht. Das ist schon immer unsere Lehre und auch Erfahrung gewesen. Wir sind hierin von unseren Mitchristen in den anderen Konfessionen nur falsch verstanden oder unrichtig interpretiert worden. Darf ich dir auch eine Frage stellen? Fährt er fort. Bitte. Also, durchaus nicht. Das ist schon immer unsere Lehre und auch Erfahrung gewesen. Also mit anderen Worten, nimmt der Herr Kobialka hier das 4. Gebot in eine Auslegung mit rein, mit der ich nicht einverstanden bin. Und meint, was kann ich für mich selbst auslegen? Christus wohnt in mir und Christus ist der Herr des Sabbat und deswegen hält er den Sabbat und dadurch, dass er den Sabbat hält, halte ich den Sabbat. Da bin ich absolut nicht mit einverstanden. Aber wir wollen ja hier nicht eine neue Sabbat-Diskussion losbrechen. Und außerdem hat der Sabbat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit 7-Tags-Adventisten zu tun. Sondern der Sabbat geht zurück auf die Schöpfungswoche. Damals gab es noch keine 7-Tags-Adventisten, damals gab es noch keine Juden, damals gab es noch keine Israeliten, damals gab es noch keine Heiden. Damals gab es nur Adam und Eva. Den Ursprung aller Menschen. Ja? Und da wurde der Sabbat, man könnte jetzt sagen, erfunden. Gott hat ihn geschaffen, wie er jeden Tag geschaffen hat. Und am 7. Tag hat er den 7. Tag eben geschaffen und hat da geruht von seinen Werken der 6 Tage. Und das hat er ordiniert für die ganze Menschheit. Nicht für Juden, nicht für 7-Tags-Adventisten, nicht für Christen, für die ganze Menschheit. Christen sind diejenigen, die probieren, sich daran zu halten. Aber gut, fahren wir dann eben fort. Darf ich dir auch eine Frage stellen, sagt der Methodist. Und bitte, antwortet der 7-Tags-Adventist. Wir glauben, also das ist der Methodist, der jetzt spricht, wir glauben beide an Christus. Du als Methodist und ich als Adventist. Ah ja, das ist der Adventist, der jetzt die Frage stellt. Ja, habe ich gerade verkehrt. Entschuldigung. Also wir glauben beide an Christus. Du als Methodist und ich als Adventist. Und wir sind beide wiedergeboren. Warum hält nun Christus in mir den Sabbat der 10 Gebote und in dir nicht? Auf diese Frage steht die Antwort noch aus. Sie ist vielleicht die einzige, in der diese beiden Kirchen nicht übereinstimmen. Bis dahin sind Adventisten auch echte Methodisten. Zwischen Baptisten und Adventisten gibt es kaum einen Unterschied, was den Glauben der Baptisten anbetrifft. Beide glauben an die Botschaft Jesu, Zitat, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Aus Markus Kapitel 16, Verse 15 und 16.
Erst dann, wenn man das Evangelium von der Liebe Gottes, dem Ernst der Sünde gegen ihn und der errettenden Erlösungstat Christi am Kreuz gehört hat und von Herzen daran glaubt, kann man getauft werden. Und auch erst dann ist man gerettet für das ewige Leben. Taufe und Glauben gehören zusammen. Das ist richtig. Eine magische Kindertaufe ohne den persönlichen Glauben hilft nicht, denn Jesus sagt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Auch der Glaube ohne Taufe reicht nicht aus, denn Jesus spricht, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig gerettet werden. Sicher liegt hier der Schlüssel für das Problem der Namenschristenheit. Mehr als 90% der Christen glauben nicht wirklich an Christus, obwohl sie getauft worden sind. Wenn nur der getauft würde, der an Christus glaubt, hätten wir zwar weniger Christen auf Erden, aber sie wären dann auch wirklich Christen. Von den Siebenten-Tags-Baptisten, einer kleineren Abzweigung der Baptisten, haben die Adventisten die Wahrheit gehört, dass der siebente Tag in den 10 Geboten nicht der Sonntag, sondern der Samstag oder Sabbat ist. Das haben die Adventisten, die am Anfang alle den Sonntag als Feiertag hielten, als alttestamentlich abgelehnt. Aber diese Baptisten wiesen aufgrund der Schrift nach, dass der Sabbat neutestamentlich ist. Die Adventisten entgegneten, dass das Gesetz und damit auch der Sabbat ans Kreuz geheftet und aus dem Mittel getan wurde. Naja, der Sabbat wurde ans Kreuz geheftet und aus dem Mittel getan. Die Baptisten zeigten ihnen, dass damit nicht die 10 Gebote, sondern das Zeremonialgesetz der Juden gemeint war. Das Zeremonialgesetz von Moses. Die Adventisten wehrten sich dagegen, als Gesetzesmenschen durch das Halten der Gebote und des Sabbats sich das ewige Leben verdienen zu wollen. Oder verdienen zu sollen. Ja, man verdient sich das ewige Leben ja auch nicht. Das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes. Durch Gnade seid ihr errettet und das nicht durch euch selbst. Ja? Es gibt keine einzige Tat, die ich machen kann, die zur Erlösung führt. Gott erwählt und Gott hält. Die Adventisten wehrten sich dagegen, als Gesetzesmenschen durchs Halten der Gebote des Sabbats sich das ewige Leben verdienen zu sollen. Ja, ist auch richtig so. Weil wir halten die Gebote des Herrn ja nicht, weil wir gerettet werden wollen, sondern wir halten die Gebote Gottes, weil wir gerettet sind. Gott schreibt das Gesetz in unsere Herzen. Ja? Das ist die Beschneidung des Neuen Testaments. Wenn das Gesetz in mein Herz geschnitten ist, dann kann ich doch gar nicht anders, als mich danach halten, als mich danach richten. Und jede Abweichung von dem Gesetz zeigt nur, dass das Gesetz eben nicht in mein Herz geschrieben ist. Und deswegen gibt es so viele, die Jesus Christus zwar anrufen, aber die ansonsten nicht viel Ahnung haben, wer er ist. Da gibt es ja eine Stelle in Matthäus, wo dann steht, an dem Tage werden viele bekennen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und Dämonen ausgetrieben und getan. Und er sagt, weichet von mir, ihr, die ihr Ungesetzlichkeit vertretet. Oder wie das im Deutschen heißt, ye who work iniquity ist der englische Ausdruck davon. Den kenne ich besser als den Deutschen. Ja? Aber es geht um dasselbe. Adventisten wehrten sich dagegen, als Gesetzesmenschen durch das Halten der Gebote und des Sabbats sich das ewige Leben verdienen zu sollen. Das kann ich gut verstehen, weil es ist noch niemand dadurch gerettet worden, dass er die 10 Gebote gehalten hat oder überhaupt irgendeins der Gebote gehalten hat. Aber das Halten der Gebote ist ein Ausdruck dessen, dass ich eben gerettet bin. Die Baptisten wiesen auf die Schriftstellen hin, dass man nur durch den Glauben gerettet werde. Absolut richtig. Dass aber dann der Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes die Errettung durch Christus wieder zunichte mache. Der Sabbat sei jüdisch, war der nächste Einwand. Doch sie wurden durch viele Bibelstellen belehrt, dass der Sabbat bei der Schöpfung von Christus, dem Schöpfer, für alle Menschen gemacht worden war. Denn damals gab es noch keine Juden. Es gab noch keine 7-Tags-Adventisten und es gab auch keine Baptisten. In Markus 2, Vers 27 erklärt Jesus, Zitat, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Ende Zitat. Also nicht nur um des Juden willen, weil wir sind alle Menschen. Ja?
Schließlich wurde auch der Einwand besprochen, dass in Römer 14 festgestellt wurde, dass alle Tage gleich seien und sich jeder darüber seine eigene Meinung machen könne. Die Siebenten-Tags-Baptisten führten nun den Zusammenhang dieses Textes an mit der ganzen Schrift. Demnach handelt es sich hier im Römerbrief und auch im Kolosserbrief gar nicht um den Sabbat der 10 Gebote, sondern um die vielen Feiertage des jüdischen Zeremonialgesetzes, die auch Sabbate, also Feiertage genannt wurden, die mit dem Tode Jesu ihre Bedeutung verloren hatten. Das ist Kolosser Kapitel 2, Vers 16. Um diese Sabbattage geht es da drin, meine Lieben. Und da ist so viel Unverständnis und Missverständnis, dass ich da jetzt in diesem Video hier gar nicht drauf eingehen werde. Da muss man halt die richtige Bibel mit dem richtigen Verständnis zu lesen und irgendwann wird einem das mal dämmern, wie das Tageslicht irgendwann, dass da viele Dinge eben falsch verstanden wurde. 2. Kolosser, Vers 16, ich habe das jetzt ja hier, ich habe auch keine Bibel hier bei mir, wo ich hier sitze, aber da geht es um die Dinge, die einen Schatten vorauswerfen und das sind eben die jüdischen Zeremonialgesetze gewesen oder die mosaischen Zeremonialgesetze. Und das ist das Gesetz, das Jesus erfüllt hat. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um abzuschaffen, aber zu erfüllen, das Gesetz. Und das einzige Gesetz, das er erfüllen konnte, war das Zeremonialgesetz, das mit den ganzen Opferungen immer nur auf Jesus hingewiesen hat. Und er wurde das perfekte Lamm. Die 10 Gebote hat er nicht, zwischen Anführungszeichen, erfüllt und ans Kreuz genagelt und damit abgeschafft. Nach dem Motto von, oh ja, das Gesetz ist abgeschafft und jetzt leben wir unter der Gnade. Das heißt, wir können sünden bis zum jüngsten Tag und dann trotzdem gerettet werden, weil wir an Jesus glauben, aber wir müssen uns an kein Gesetz mehr halten. Was ist denn das für eine teuflische Lehre? Aber genau das ist die Lehre, die heute in der Welt vertreten wird. Ja? Fahren wir doch mal eben in dem Buch fort. Demnach handelt es sich im Römerbrief und auch im Kolosserbrief gar nicht um den Sabbat der 10 Gebote, sondern um die vielen Feiertage des jüdischen oder mosaischen Zeremonialgesetzes, die auch Sabbate, also Feiertage, genannt wurden, die mit dem Tode Jesu ihre Bedeutung verloren hatten. Die ersten Christen haben den ersten Tag der Woche als den Tag des Herrn gehalten, war der letzte Einwand. Ja, den kenne ich auch, den Einwand. Die Baptisten bewiesen nun aus der Heiligen Schrift, dass der Tag des Herrn der Gerichtstag und nicht der Sonntag ist. Außerdem haben die Apostel auch bei den nichtchristlichen Völkern den Sabbat gehalten, wie die Apostelgeschichte an vielen Stellen berichtet. So, und das bestätige ich jetzt hier auch eben nochmal. Für die Leute, die immer wieder den Sabbat anwählen und sagen, ja, und dann als dann das Evangelium verkündet wurde, wurde der Sabbat ja auch nicht mehr gehalten. Lest dann doch bitte nochmal die Bücher wie die Apostelgeschichte ruhig durch. Ja? Und ihr werdet sehen, dass da immer am Sabbat auch in der Synagoge noch gelehrt wurde. Als Paulus in die verschiedenen Kirchen kam, hat er am Sabbat gelehrt. Natürlich hat er auch am Sonntag gelehrt, da ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Aber warum wurde dann überhaupt der Sabbat als Lehrmethode im Neuen Testament überhaupt noch erwähnt, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, wenn der Sabbat abgeschafft worden war? Es gibt da viele Bibelstellen, ich kann sie jetzt alle zitieren, auch wie gesagt, ich sitze hier ohne Bibel, aber das könnt ihr ja eben auch selbst raussuchen. Der Sabbat ist nicht abgeschafft, weil sonst wäre das 4. Gebot abgeschafft. Und damit wären alle Gebote abgeschafft, weil wenn ein Gebot fällt, dann fallen sie alle. Aber Gott verändert sich nie. Und er sagt, dass die Worte, die er gesprochen hat, ewig Geltung haben. Und das Gesetz hat ewig Geltung. Das mosaische Gesetz ist eine andere Sache. Das mosaische Gesetz war ja auch nicht in Steintafeln gehauen und in der Arche transportiert worden, sondern das war auf Fällen und was weiß ich, welchen Rollen geschrieben und wurde außerhalb der Arche aufbewahrt. Ja, das Zeremonialgesetz. Ja, das hat eine ganz andere Geschichte hinter sich. Der Sabbat wird sogar in der neuen Erde, auf der neuen Erde, im Reich Gottes, von allen gehalten werden. Das weissagte schon Jesaja. Im Alten Testament wohlgemerkt. Als die Adventisten nach diesen langen Gesprächen, nach viel Bibelstudium und Gebet erkannten,
dass der Sabbat der Tag Christi unseres Erlösers ist und der Sonntag aus dem Heidentum stammt, entschlossen sie sich als ganze Kirche, diesen Sabbat der Bibel als ihren wöchentlichen Feiertag zu halten. Sie nannten sich darum auch Siebenten Tags Adventisten. Die Gemeinsamkeit mit den Altkatholiken sind die gleichen wie mit den Katholiken, mit der Besonderheit, dass die Altkatholiken und die Adventisten glauben, dass die Bibelstelle in Bezug auf Petrus als das Fundament der Kirche bei dem Vatikanischen Konzil am 13. Juli 1870 unglücklich ausgelegt wurde. Das ist das Wenigste, was man darüber behaupten kann, unglücklich ausgelegt wurde. Unter den Konzilsvätern gab es damals über das Wort in Matthäus 16, Vers 18 fünf verschiedene Auslegungen. Fünf verschiedene. So, da kann man ja mal sehen, wir sprechen hier ja jetzt nur von römischen Katholiken, ja, Konzilsvätern, also das Konzil des Ersten Vatikanischen Konzils 1870, wo unter anderem die Unfehlbarkeit des Papstes festgestellt wurde, unter Papst Pius dem IX, Pio Nono. Da gab es fünf verschiedene Auslegungen. Wie heißt das so schön im Englischen? A house divided in itself cannot stand. Ja, also ein Haus, das in sich selbst geschieden ist oder dividiert ist, das kann nicht stehen. Und genau das ist das, was hier wieder zur Sprache kommt, was hier zum Tragen kommt. Ja, die haben viele verschiedene Standpunkte. So, da wurden wir wieder eben unterbrochen, aber nichtsdestotrotz. Der Punkt, den ich machen wollte, unter den fünf Konzilsvätern gab es damals über das Wort in Matthäus fünf verschiedene Auslegungen. Das ist eben das Problem. Und wenn es verschiedene Auslegungen gibt, ja, dann ist das ja wohl ein Zeichen davon, dass die eigene Interpretation der Bibel über der Bibel selbst steht. Und da kommen eben immer Probleme von. Was sind denn nun die fünf verschiedenen Auslegungen, die damals in 1870 die Konzilsväter unterschieden haben? Erstens, der Fels als Fundament der Kirche ist Christus selbst. Zweitens, der Fels ist der Glaube des Petrus an Christus. Drittens, der Fels ist die Gruppe der Apostel und Propheten. Viertens, der Fels ist der Glaube der Kirche. Und fünftens, der Fels ist der Apostel Petrus und seine Nachfolger in Rom. Das ist ja das, was die römisch-katholische Kirche bis heute noch vertritt. Die Bischöfe und Kardinäle untermauerten ihre Auffassungen mit anderen Bibelstellen und Aussagen der Kirchenväter und Konzilien. Bischof Strossmeier vertrat die Meinung, dass es die auch in der Inschrift der Kuppel der Peterskirche deutlich wird. Tu es Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. Du bist Petrus und auf diese Petra will ich meine Gemeinde bauen, heißt das in Deutsch. So kann man es hier über dem Petersgrab in großen goldenen Lettern lesen. Bischof Strossmeier wies hier in der Peterskirche in seiner Rede darauf hin und zeigte, dass Christus zwei verschiedene Worte in Bezug auf den Felsen gebrauchte. Petrus und Petra. Petrus heißt Felsstein, Petra jedoch ist ein Felsenberg. Petrus ist also ein einzelner Baustein, Petra jedoch der Baugrund, das Fundament. Der Fels, auf dem die Kirche steht, ist nicht Petrus, der Mensch Petrus, sondern Petra, Christus selbst. Er wollte dem wankelmütigen Wesen des Petrus durch diese Worte einen felsenfesten Halt geben. So hatte es Petrus selbst verstanden und dies auch sehr deutlich schriftlich ausgerückt. Ebenso haben es auch die Apostel verstanden, wie wir im 1. Petrus Kapitel 2, Verse 4 bis 8 lesen können, im 1. Korintherbrief Kapitel 3, Vers 11 und Kapitel 10, Vers 4, in den Ephesern Kapitel 2, Verse 19 bis 22 und in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 12 bis 20. Die Mehrzahl der Konzilsväter war dieser Auffassung, nur die italienischen Bischöfe stimmten für die fünfte Auffassung, dass Petrus als Mensch der Felsengrund sei. Zitat: Es war eine scharfe Opposition unter den Bischöfen, vor allem den französischen und den deutschen. Als der Kardinal Giuli, damals Erzbischof von Bologna, dem Papst beschwörend entgegenhielt, dass das Dogma gegen die Tradition der Kirche verstoße, hat Papst Pius IX. Entgegnet, Zitat: Die Tradition bin ich. Ende Zitat. Erinnert ein wenig an das Zitat von dem König Louis XIV., der sagte: L'État, c'est moi. Der Staat bin ich. Ja?
Die Tradition bin ich. Und das ist genau das, worauf die römisch-katholische Kirche aufbaut. Auf Tradition, die über der Bibel steht, und die Tradition ist wichtiger als das Wort Gottes, und der Papst als Oberhaupt der Kirche ist die Tradition. Ja. Das kann man übrigens nachlesen in Löwenicht, der Katholizismus und wir, von 1947 auf Seite 20, das Zitat von Papst Pio IX oder Pius dem IX. Aus Protest reisten die deutschen Bischöfe ab, nachdem sie den Papst auf den Knien vergeblich gebeten hatten, doch der Wahrheit des Bibelwortes zu folgen und die schon bestehende Spaltung der Christenheit nicht noch zu vertiefen. Nach ihrer Abreise waren die italienischen Bischöfe in der Mehrzahl und gewannen in der nun folgenden Abstimmung. So wurde dann das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes verkündet. Unter der Leitung von Bischof Strossmeier entstand daraufhin die altkatholische Kirche. Ja, die altkatholische Kirche, das ist, da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Können wir ja selbst nachschauen. Die Mennoniten mit ihrer Lehre und Taufe aufgrund des Glaubens an Christus, was nur Erwachsenen und keinen Kindern möglich ist, sowie der Trennung von Kirche und Staat, der Gewissensreligionsfreiheit, der Wehrlosigkeit, der Liebeswerke in ihrem weltweiten Hilfswerk, der Lehre vom Abendmahl und der Betonung der Heiligen Schrift als einziger Glaubensgrundlage, können sich auch in der Adventgemeinde voll zu Hause fühlen. Die innige Gemeinschaft mit Christus, die Hilfsbereitschaft und Treue, die Ablehnung des Dienstes mit der Waffe und die rassenfreie und klassenlose Achtung des Mitmenschen, wodurch die Quäker sich auszeichnen, sind auch wesentliche Merkmale der Adventgemeinde. Was die Adventgemeinde von den Herrenhutern der Brüdergemeinde übernommen hat, ist die Liebe zur Mission. Es ist wohl einzigartig in der Geschichte der christlichen Mission, dass die Brüdergemeinde unter Graf Zinzendorf aus dieser kleinen Gemeinde in 25 Jahren 18 Missionare in die weite Welt aussandte. Die Zahl wuchs dann bis auf 3000 an, sodass auf 60 Gemeindeglieder ein Missionar ausgesandt wurde. In anderen protestantischen Kirchen kommt ein Missionar auf 5000 Gemeindemitglieder. Die Quelle dieser Missionsfreudigkeit liegt in den Gebetsgruppen, die einige deutsche Schulkinder als den Senfkornbund gegründet hatten. Ihr Motto war: Keiner lebt für sich selbst. Dieses missionarische Erbe hat die Adventgemeinde von den Herrenhutern übernommen und ist heute die stärkste evangelische Mission der Welt geworden. Evangelistische Mission der Welt geworden. Die Siebenten-Tags-Adventisten bringen dreimal so viel Geld pro Kopfzahl der Gliederschaft auf als irgendeine größere Gemeinschaft, von denen wir Angaben haben. Sie unterstützt mehr vollbeschäftigte Prediger und Anstaltsangestellte pro Kopfzahl der Gliederschaft als irgendeine größere Gemeinschaft, von denen wir Angaben haben. Sie unterstützen ein größeres und ausgedehnteres Missionswerk als irgendeine andere Gemeinschaft, die ein Mehrfaches an Gliederzahl hat. Sie geben für Mission dreimal so viel pro Kopf als ihre reichsten Mitbewerber und zehnmal so viel wie der Durchschnitt der Protestanten in Amerika. So beschreibt ein nicht-adventistischer Autor das Werk der Adventsmission von Baker, Glaube und Werk der Sieben-Tags-Adventisten, Seite 94. Die Arbeit der Heilsarmee als aktiver christlicher Kirche in der Betreuung der Suchtgefährdeten war auch ein Vorbild für die Adventmission. In manchen Gebieten, wie zum Beispiel Südamerika, steht die Adventmission in der Fürsorge für die Abhängigen, besonders der Alkoholkranken, an erster Stelle. Aus dieser Arbeit entstehen in Sao Paulo ganz neue Gemeinden, und zwar im Durchschnitt jede Woche eine neue Adventgemeinde. Heute sind es in dieser einen Stadt bereits über 800 Gemeinden. Man kann die Adventgemeinde auch als eine charismatische Gemeinde bezeichnen. Charismatisch, ökumenisch, alles außerbiblisch, sage ich mal eben, ne? Wenn sie auch die Gabe des Zungenredens in Ekstase als unbiblisch ablehnt, so werden doch die geistlichen Gaben betont und gepflegt. Ja, natürlich, das Zungenreden in Ekstase hat nichts mit dem Zungenreden der Apostel im Buch der Apostelgeschichte zu tun. Überhaupt nichts. Wer darüber Fragen hat, der kann sie mir gerne mal stellen. Dann kann ich ja vielleicht mal, wenn ihr wollt, ein Frage- und Antwort-Video machen. Dass ihr mir ein paar Fragen stellt und dass ich die dann in einem Video beantworte. Weil ständig das in den Kommentaren schreiben, da habe ich keine Lust zu. Das ist zu zeitaufreibend und außerdem bringt das nichts. Weil die meisten Leute sind sowieso welche, denen kannst du schreiben, was du willst, interessiert die Antwort sowieso nicht. Wohingegen, wenn man das dann wieder in einem Video macht,
das schon ein bisschen mehr Erfolg haben könnte. Also, wenn sie auch die Gabe des Zungenredens in Ekstase als unbiblisch ablehnt, so werden doch die geistlichen Gaben betont und gepflegt. Es gibt 20 verschiedene charismatische oder geistliche Gaben, wobei die Sprachengabe eine untergeordnete Rolle spielt. Nicht ekstatische, unverständliche Laute, wie sie heute in den verschiedenen charismatischen Gruppen auftreten, sind die biblischen Zungenrede, sondern ganz klar formulierte fremde Sprachen, die zu Pfingsten den Aposteln zur Verfügung des Evangeliums spontan gegeben wurden. Ja, da gibt es verschiedene Brunnen, woraus er das hier zitiert, und das ist eben auch absolut richtig soweit. Damit ist die Adventgemeinde mit ihrer Verkündigung in 754 Sprachen wohl die größte Bewegung mit der Zungenrede auf der Welt, wenn wir dann als Zungenrede eben die wirkliche Basis Zungenrede nehmen. Nun sind wir zum nächsten Punkt gekommen in diesem Buch, und der heißt der Ursprung des ökumenischen Idealismus, und das wird dann doch in einer folgenden Lesung des Buches Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobialka besprochen. Für heute halte ich es hierbei. Entschuldigung für die hier und da Unterbrechung, wenn jemand hier reinkam, aber man muss schon seine Ruhe haben, wenn man hier in Belgien sitzt und dann in Deutsch so ein Buch laut liest, dann verstehen die Leute gar nichts, dann kommen sie doch Fragen, also mache ich besser eben auf Pause. Aber es war mir schon mal wichtig, das hier zu machen, und ja, jede freie Minute muss man eben gebrauchen für die Arbeit des Herrn, und so viele freie Minuten habe ich nicht, deswegen habe ich das hier heute gebraucht. Ja, hier seht ihr natürlich Codewort Babylon, das habe ich mir noch mitgenommen, dass ich jetzt weiterlesen kann. Super tolles Buch von P.D. Stewart, bin auf Seite 75 im Augenblick angekommen. Das ist ein Schatz, das Buch. Das ist der erste Teil, Danger in the Vatican. Es gibt noch einen zweiten, der heißt Codewort Babylon, The Antichrist is a Woman Alive and Well. Auch ein toller Teil. Ich hoffe, dass ich die in der Kürze aufnehmen kann, um zusammen mit Brad Norman zu machen. Er wollte für die Videos sorgen und ich für die Lesung. Und wir machen das zusammen online, auch mit so einer Desktop-Kamera, nicht wie hier mit dem Handy aufgenommen. Aber naja, auf jeden Fall, das Buch muss auch mal raus. Aber wie gesagt, das war jetzt die nächste Lesung, Kapitel 3 aus dem Buch Ökumene und Weltregierung. Und wir sind immer noch im Kapitel 3, also nicht verkehrt verstehen. Ich habe ja jetzt nicht das dritte Kapitel abgeschlossen. Ich habe ja jetzt nur diesen einen Unterteil, diesen einen Unterbau des dritten Kapitels abgeschlossen. Das nächste, der Ursprung des ökumenischen Idealismus, ist immer noch im dritten Kapitel, und dann geht es noch weiter. Ne? Also das dritte Kapitel ist ein bisschen länger. Ja, nicht weiter schlimm. Da werden wir dann sehen, wenn ich mich nächstes Mal dazu einfinden kann, um euch weiter vorzulesen. Wird das am Computer passieren oder am Handy? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, die Bilder sind nicht so wichtig. Das, was gesagt wird, ist wichtig. Und wie gesagt, wenn ihr mal so eine Frage-Antwort haben wollt, dann schickt mir mal konzentriert die Fragen, die ihr habt, und sagt, von das ist für ein Video, Jörg, kannst du das in einem Video beantworten, diese Fragen, und dann werde ich da in einem Video, soweit ich das kann und soweit ich das auch nützlich empfinde, weil es gibt Fragen, die müssen beantwortet werden, es gibt Fragen, die sind absolut nicht beantwortungswürdig, dann werde ich das auf jeden Fall auch machen und werde euch gerne die Antworten dann in Videoform zukommen lassen. Okay? So, bis heute danke ich fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag weiterhin und hoffe, es hat euch gefallen, wo ich hier aus meiner Garage oder Werkstatt in Belgien, wo mein Auto jetzt gerade gemacht wird und ich hier ein paar Stunden sitzen muss und warten muss, bis das fertig ist, das Video gemacht habe für euch. Und ja, bis zum nächsten Mal, und kauft euch das Buch selbst und lest selbst, wenn ihr Zweifel habt an dem, was ich hier vorlese, wie da richtig und das auch alles ist. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dahin möge euch Gott behüten und schützen und segnen auf all euren Wegen. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. So, nochmal ein kleines Extra. Ich stehe hier gerade draußen an der Garage. Könnt ihr mal ein bisschen sehen, wo die Gegend ist, wo ich das aufgenommen habe. Wo mein Kunde ist, die Garage hier, Thierry Banden, Felgen, Altlein, Unterau der Stellinge. Das war früher mal eine Renault-Garage. Wie man hier noch ein bisschen sehen kann. Viel Lärm von den Autos, ne? Und ja, der ist seit 20 Jahren Kunde bei mir in den Weinen, und deswegen bringe ich mein Auto dahin. Ich brauchte halt neue Reifen und Bremsen vorne und hinten. Ich brauchte auch noch neues Öl, aber da fehlt mir das Geld zu. Aber ist nur mal, dass ihr seht, wie das hier in Belgien aussieht.
Das ist die Gemeinde Herend, wo ich früher gewohnt habe, als ich noch verheiratet war. Da müsste man hier diesen Steenweg, wie das heißt, hier diese Chaussee, diese Straße, weiter hochfahren. Dann kommt man zu dem Haus, wo ich früher gewohnt habe. Und ja, heute wohne ich in einer anderen Gemeinde. Das ist so 20 Kilometer von hier. Da muss ich dann gleich wieder hin zurück. Aber so seht ihr mal Belgien ein bisschen. Ein kleines bisschen. So als extra zu dem Korbialka-Video mache ich das nochmal hinten dran. Ne? Und jetzt tschüssi.